Fast die Hälfte der Unternehmen in Baden-Württemberg konnte im vergangenen Ausbildungsjahr nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Das geht aus einer aktuellen Online-Umfrage des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelkammertages, kurz BWIHK, hervor. Der Hauptgrund dafür: die Betriebe hätten keine geeigneten Bewerbungen erhalten. Ein Drittel der Betroffenen meldete sogar, dass sie überhaupt keine Bewerbungen bekommen hätten. Deswegen fordert jetzt Klaus Pahl, Vizepräsident des BWIHK, die Landesregierung dazu auf, die Unterrichtsqualität in den Blick zu nehmen. Laut ihm würden immer weniger junge Menschen die Fähigkeiten mitbringen, die es brauche, um eine Ausbildung erfolgreich zu beginnen und abzuschließen.